Nur ein unachtsamer Moment und schon kommt es zum Unfall. Gerade bei der jüngeren Generation, die oftmals mehr auf ihr Smartphone als auf die Straße fokussiert ist, kann das gefährlich werden. Um bei den Jugendlichen das nötige Bewusstsein zu schaffen, veranstaltet die Polizeiinspektion 41 zusammen mit der MVG eine Infoveranstaltung. Bei unseren Jugendlichen stellen wir fest, dass sie aus der Schule herauskommen, nehmen ihr Smartphone zur Hand, checken ihre Nachrichten, schauen bei Facebook, Instagram, WhatsApp und gehen dabei nach Hause, gehen über rote Ampeln, schauen nicht mehr, was passiert im Straßenverkehr. Der Autofahrer kann zwar die Situation vielleicht einschätzen, aber das Verhalten des Fußgängers dann doch nicht mehr beeinflussen und dann kommt es doch wieder zu Unfällen. Allein im letzten Jahr kam es nur im Bereich der PI in Leim zu ca. 2600 Verkehrsunfällen. Davon waren 382 mit verletzten Personen. Ein Unfall mit einem 15-jährigen Mädchen endete sogar tödlich. Sie war abgelenkt, sie hatte Kopfhörer in den Ohren, hatte ihre Kapuze über den Kopf drüber und hat leider eine Tram nicht beachtet, ist zusätzlich noch bei Rot über die Straße gegangen und ist tödlich verunglückt. Nach der Theorie kommt bekanntlich die Praxis. Und somit ging es für die 20 Schüler des Erasmus-Grasser-Gymnasiums ans Eingemachte. Unter Aufsicht von MVG-Ausbildungsleiter Bernhard Robel und der Polizei durchlebten sie einige der gefährlichen Szenarien im Straßenverkehr, wie eine Gefahrenbremsung im Bus und Kopfhörer in der Nähe von Straßenbahnen. Also grundsätzlich sollte ich, wenn ich Kopfhörer im Straßenverkehr aufhabe, nur so laut die Musik machen oder die Gesprächsführung machen, dass ich den außenstehenden Verkehr noch überhaupt wahrnehme. Das Problem bei uns, was man ja auch heute in der Schulung wieder gesehen hat, war, nehme ich denn dann wirklich jemand wahr, wenn ich ihn von hinten sehe? Es wird oft unterschätzt, wenn ich eine Straßenbahn oder einen Bus kommen sehe mit 50, ach, der schafft es doch noch, da komme ich locker vorbei, weil einfach nicht die Situation, wie lange so eine Straßenbahn braucht zum Stehbleiben, für einen Fußgänger wahrgenommen wird, woher auch, er weiß es ja eigentlich nicht. Und deswegen haben wir das halt auch mit der Schulklasse auch entsprechend geschult. Auch die Politik macht sich Gedanken im Fall der Smombies, also Smartphone-Zombies. Die Überlegung von möglichen Bodenampeln war sogar schon im Gespräch, denn Warnsignale der öffentlichen Verkehrsmittel werden schlichtweg überhört und übersehen. Eine Aufklärungsveranstaltung wie diese wird auch von Schulseite begrüßt. Dass die Schüler mal wirklich konkret sensibilisiert werden für die Gefahren im Straßenverkehr, vor allem eben durch die neuen Medien, durch das Handy, durch die Kopfhörer. Und dass sie das jetzt auch weitergeben, das ist unser Wunsch, nicht nur in dieser 10Ü, sondern eben auch den anderen Schülern vermitteln, wie schnell man da in eine Gefahrensituation kommen kann und wie problematisch das ist, wenn man mit Handy im Straßenverkehr sich auffällt. Also für unsere Klasse, denke ich, ist das sehr sinnvoll, weil die da viele Erfahrungen eben kriegen, wie so Gefahrenbremsungen zum Beispiel ablaufen und auch die Informationen zu den Gefahren im normalen Straßenverkehr, denke ich, sind sehr gut, um eben sie zu sensibilisieren und eben darauf vorzubereiten, da in Zukunft besser auf sich Acht zu geben. Sensibilisierung schaffen, das konnte die Polizei mit Hilfe der MVG bei den Schülern zumindest schon einmal umsetzen. Mit der nötigen Aufmerksamkeit könnten allein durch den Blick auf die Straße mehr Unfälle im Straßenverkehr vermieden werden.